Die schwangere Kim Kardashian ist fast von dem Wind weggeweht worden, als wir sie in Los Angeles gesehen haben. An demselben Tag wurde dem Reality-Star vorgeworfen, dass sie Botox während ihrer Schwangerschaft benutzt hatte. Dieser Moment erinnert an Marilyn Monroe. Die Freundin von Kanye West hatte aber gut auf sich aufgepasst. Kim hatte behauptet, sie würde Botox nicht während der Schwangerschaft nutzen. Ein Sprecher für den 32-jährigen Reality-Star sagte, diese Berichte seien absurd und würden nicht der Wahrheit entsprechen. Der Bericht in dem In Touch Magazine sagte, dass Kardashian immer noch Injektionen bekommen würde, obwohl sie im 7. Monat schwanger ist. Aber der Keeping Up with the Kardashians-Star verneinte diese Behauptung. Wir haben Kim noch einmal in Santa Monica gesehen. Die Gerüchte scheinen ihr ziemlich egal zu sein.